Los. Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich begrüße euch zur 15. Ausgabe der Moin Tesla-Sendung. Das ist die Ostersendung in der Osterwoche. Ja, und zur Feier des Tages bin ich hier einmal auf meinem Dach vor meiner Solaranlage. Und das hat einen ganz besonderen Grund, denn diese Woche ist zu Gast in meiner Sendung live zugeschaltet Ofe Kröger aus Lübeck. Bevor wir da hinschalten, bevor ich Ofe einblende, hier nochmal kurz unsere Solaranlage gezeigt. Denn wir bauen ja bei Ofe demnächst mit Holger Laudelei eine Solaranlage aufs Dach. Und das werden wir natürlich auch dokumentieren. Und diese Anlage hier, die hat auch Holger gebaut. Aber jetzt erstmal das Interview mit Ofe Kröger. Ja, Ofe, moin, herzlich willkommen hier in meiner Sendung Moin Tesla. Moin Dennis, schön, dass du mich eingeladen hast. Das ist eine Ehre für mich. Das freut mich, dass du das sagst, denn es ist eine Riesenehre für mich, dass du in meiner Sendung bist. Ich weiß ja, wo du jetzt sitzt. Du bist wieder in Deutschland an deinem legendären Arbeitsplatz. US-Flagge im Hintergrund mit E-Cannonball-Aufkleber. Notfalls kann ich mir auch nochmal meine E-Cannonball-Mütze aufsehen, aber dann kann man mein hübsches Gesicht nicht sehen, deswegen setze ich die einfach mal ab. Ja, und Ofe, ich kann dir eins sagen, ich glaube, ich bin es auf jeden Fall und meine Zuschauer auch, Deutschland ist stolz auf dich. Du warst in den USA beim Model Y Vorstellungsevent und wir haben das alle oder ganz, ganz viele verfolgt und ich bin richtig stolz, du hast alle meine amerikanischen Helden da auch getroffen. Kim von Like Tesla und Ben Sullins, mit dem hast du sogar ein Interview gemacht. Und Jesse und Zach. Was ich gern von dir mal wissen möchte, du hast ja schon berichtet, wie es war. Was hast du uns nicht gezeigt? Wie war das Gefühl dabei, da in den USA zu sein, wo man vorher immer nur im Fernsehen das sehen konnte? Ja, also ich bin ja dann in solchen Sachen, wenn es mich richtig anmacht und ich richtig interessiert bin, also was mein Leben im Moment ja total bestimmt, was Tesla und Elektromobilität ja nun mal ist, total aufgeregt. Ich glaube, auf dem Weg dahin, kurz vor SpaceX, mussten wir nochmal anhalten, weil ich nochmal auf Klo musste und kurz vor der Veranstaltung musste ich noch dreimal auf Klo. Das ist für mich und meine Frau immer ein Zeichen. Oh Gott, der Junge ist aufgeregt und das war ich auch. Als Elon Musk dann 2,5 Meter vor mir stand, und die Rede gehalten hat, wir haben genau den richtigen Punkt in der Halle gewählt, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Autos von links nach rechts aufgestellt werden, S, 3, X und Y. Und genau da haben wir uns hingestellt und das war schlau, denn er stand wirklich direkt vor uns, der Heilige Vater. Und ich war aufgeregt, ich konnte sehen, wie er sich gefreut hat, wie er auch aufgeregt war, wie er auch mit der Masse gesprochen hat. Und er, er war mega aufgeregt, ne? Ja, das war ein ganz tolles Ergebnis, also auch ein Erlebnis. Und ist ja auch gerade wieder in der Phase, wo er ein bisschen zugenommen hat, hat wieder eine kleine Wanne, isst wohl ganz gerne. Und das freut mich dann auch, wenn der Junge mal wieder Zeit hat, was zu essen, weil der Mann hat wirklich die Welt bewegt. Und für mich war es das eigentlich so, dass das Tollste. Ich habe ganz, ganz kurz ein Foto mit seinem Bruder machen können, mit Kimball. Ja. Der ist mir dann aber schnell entfleucht. Seine Familie war da, seine Mutter, seine Schwester, alle waren da und haben dem Event sozusagen beigewohnt. Und natürlich, wie du sagst, alle bekannten YouTuber aus Amerika, die wir alle so kennen, mit denen konnte ich mich auch vernünftig unterhalten. Ich habe da allerdings nicht gedreht, sondern mich nur auf Fotos konzentriert, weil die wollten irgendwie von allen gedreht werden und das war mir dann auch zu blöd. Aber sie sind alle nett. Also Zach und Jesse wirklich sehr nett und auch ruhig und ganz entspannt, haben auch Fragen gestellt. Das ist bei Amerikanern ja oft nicht so, sondern du stellst denen ein paar Fragen und dann sind sie froh, wenn du wieder weg bist. Aber die beiden, die waren wirklich super nett. Ja, cool. Und Björn war nicht da? Nein. Tesla Björn war nicht da. Ich war auch nicht da. Ich musste hier meine Sendung Moin Tesla machen für meine Zuschauer. Und deswegen konnte ich nicht mal eben spontan in die USA fliegen. Ja, aber ich hoffe, ich kriege nächstes Mal auch wieder eine Einladung. Vielleicht können wir ja zusammen mal hinfliegen. Ja, zum Auto selber. Die Autobild, der Hauke Schrieber, schreibt, dass er ein wenig enttäuscht ist, weil das Model Y irgendwie keine neuen Innovationen bietet. Kannst du das bestätigen oder siehst du das anders als die Autobild? Ja, ich sehe es anders als die Autobild. Was habt ihr denn erwartet? Wir haben hier ein gerade frisch vorgestelltes oder
verkaufbares Model 3 seit 2018 auf den Markt in den USA, 2016 vorgestellt, also das aktuelle Gesicht, das aktuelle Design innen wie außen. Jetzt kommt das Model Y, es wurde vorgestellt als der etwas größere Zwischenschnitt zwischen Model X und Model 3 und genau das ist es geworden und genauso habe ich es mir auch vorgestellt. Das Einzige, was für mich noch offen war, Flügeltüren ja oder nein, aber das wurde ja in einem Tweet von Musk dann bestätigt, keine Flügeltüren. Ich muss dir ehrlich sagen, als ich das Auto gesehen habe, war der erste Gedanke, genauso habe ich es mir vorgestellt, gar nicht viel anders als Model 3, aber mit den wichtigen Sachen, die Model 3 in meinen Augen fehlen, die große Heckklappe, das durchgehende Glasdach oben und ganz wichtig, da habe ich mich dreimal vergewissert, das war nämlich meinen Usern, Followern auch sehr wichtig, kriegt das Ding eine Anhängerkupplung, weil da gibt es da tatsächlich viele in Deutschland, die wollen wissen, Mensch, hat er eine Anhängerkupplung, kriegt er eine? Da musste ich dann bis ins Designstudio mich durchfragen zu den Entwicklern und ja, es soll eins kriegen. Und das ist doch toll. Und das ist genau das. Für mich wäre das Model Y tatsächlich die einzige Alternative bei Tesla zum Model S. Ja, also es sah im ersten Moment so aus, als es auf die Bühne gefahren ist, als wäre das irgendwie ein aufgeblasenes, ein hochgebocktes Model 3. Da haben ja auch einige YouTuber drüber berichtet, die nur die Bilder gesehen haben. Ich glaube jetzt, wenn man den Größenvergleich sieht, dann ist das schon eine ganz andere Größe. Ja, doch. Du siehst es deutlich, wenn das Model 3 neben dem Model Y steht. Das konnte ich bei der Probefahrt hinten auf dem Tesla Design Center Platz dann auch sehen. Es ist schon ein größeres Auto. Man sieht es deutlich. Es ist breiter, es ist höher und es ist ein Stück länger. Es ist vielleicht die gleiche Plattform. Von innen siehst du fast gar keinen Unterschied. Also da habe ich natürlich ganz genau geguckt und wollte ja auch filmen und dachte, die Kamera wäre an, war aber aus. Es war aber dunkel, man konnte eh kaum was sehen. Aber von innen sieht das ganz normal aus wie ein Model 3. Nur die Außenfeatures sind größer, kein Chrom mehr. Radlaufleisten wie beim diesen neuen Cross-Modellen von VW oder auch wieder Model X. Up to date, genau das, was die Leute wollen. Und das Model Y wird gekauft, da bin ich mir ganz sicher. Ja, Ofe, du bist einer der wenigen, die sich richtig gut auskennen mit Tesla, mit Gebrauchtfahrzeugen. Du hast das Model 3 in den USA auseinandergenommen. Du hast das Model Y gefahren. Ich würde mit dir gerne einmal kurz über den Gebrauchtwagenmarkt sprechen. Also Tesla hat die Preise gesenkt für die ganz teuren Performance-Modelle, teilweise ganz erheblich. Für die kleineren Modelle weniger. Wie meinst du, wird zum Thema Model S der Gebrauchtwagenmarkt jetzt reagieren? Hast du da schon Erfahrung? Ja, erstmal habe ich 30 Jahre Gebrauchtwagenerfahrung bei allen Fahrzeugtypen und ich weiß, dass der Markt sich regulieren wird. Also von wegen, jetzt geht's los, Elon hat die Preise gesenkt und die Gebrauchtwagenpreise sinken in den Keller. Nein, das war mir schon von vornherein klar, dass das nicht passieren wird. Es ist ein ganz normales Crescendo. Es geht einfach immer weiter runter mit den Preisen. Da geht es dann um Ausstattung, Laufleistung und Zustand, wie bei allen anderen Fahrzeugen auch. Ich mache mir da überhaupt keine Illusionen, dass jetzt die Preise zusammenbrechen. Das Model S ist ja mein Steckenpferd. Das ist ja das, worauf ich mich am meisten spezialisiert habe. Dann X und dann 3. Model S habe ich hier im Moment täglich fast 3 bis 4 Stück zur Untersuchung und finde immer wieder die tollsten Sachen, die dann natürlich dann auf Garantie gemacht werden müssen. Und ich denke, der Gebrauchtwagenmarkt wird sich regulieren. Im Moment gab es keine großen Sprünge, wie alle vorausgesagt haben. Und das war mir, das habe ich in einem Video auf meinem Kanal T&T Tesla ja auch mal gesagt, es wird sich ganz normal regulieren. Der Gebrauchtwagenpreis eines Tesla ist vergleichbar mit einem, sagen wir mal, Audi A6 oder einer E-Klasse. Natürlich wesentlich wertstabiler. Gerade jetzt wurde festgestellt, dass Tesla-Modelle von der Werthaltigkeit und Preisstabilität über dem bisherigen jahrelangen Spitzenreiter, den Panamera, steht. Und das ist natürlich für einen Investor oder einen Interessierten an einem Model S sehr, sehr wichtig, dass er ein gutes, preisstabiles Gebrauchtfahrzeug kauft, was nicht schnell ins Bodenlose sinkt, sondern gefragt ist. Und wer ein gutes, gepflegtes Modell bekommt, bekommt es auch immer gut verkauft. Ja, die Automobilwoche hat es, glaube ich, vermeldet. Tesla, das wertstabilste Auto im Gegensatz zu Opel Panamera, hätte ich jetzt fast gesagt, zum Porsche Panamera, kann der natürlich auch kein Öl verlieren. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den ein Tesla da hat. Wann geht das los mit dem Model 3 als Gebrauchtwagen? Ja, gibt es jetzt schon. Gibt jetzt schon Gebrauchtwagen beim Model 3. Wenn du mal guckst, bei mobile.de werden schon die ersten angeboten. Da gibt es natürlich auch einige bei, die spekuliert haben.
Das war mir aber klar, dass man mit dem Model 3 nicht spekulieren kann, weil Tesla oder Elon Musk den Markt sofort vollspült. Es kommen reihenweise große Fahrzeugschiffe aus Amerika hier an, sodass der Markt sofort schnell gesättigt wird. Und jeder, der ein Tesla Model 3 haben will, kriegt es in 2-3 Monaten. Warum soll man da spekulieren oder teuer Geld ausgeben für ein frisch, schnell zu bekommendes Fahrzeug? Die Preise werden auch sinken. Ja, nun stellen sich viele die Frage, man könnte ja heute ein Model S gebraucht, 2 bis 4 Jahre alt, für einen ähnlichen Preis wie ein Model 3 bekommen. Soll ich mir jetzt ein gebrauchtes Model S kaufen oder ein neues Model 3? Wie siehst du das? Pauschal kann man da, glaube ich, kaum Empfehlung geben. Wem kannst du da was empfehlen? Das hast du eigentlich genau richtig gesagt. Pauschal kann man keine Empfehlung geben. Ich bin ja ein 1,90 Meter, 75 Kilo Mann und ich passe einfach besser ins Model S. Das Model 3 ist zwar auch groß und geräumig, aber da ich auch gerne was transportiere mit meinem Auto, ist mir das Model 3 durch diese beschnittene Kofferklappe einfach nicht praktisch genug. Daher werde ich weiterhin Model S fahren. Was ich allerdings ganz toll finde bei einem Model 3, ist eben die aktuelle Innovation. Das heißt, du hast die aktuelle 2170er Akkugeneration da drin. Das Model 3 kriegt irgendwann über den V3 Charger, Supercharger, bis zu 250 Kilowatt, was der laden kann. Alles geht im Moment ums Model 3. Model 3 kriegen im Moment die aktuellen Updates mit Navigate on Autopilot, mit Dog Mode, mit egal was. Alles ist Model 3, Model 3, Model 3. Da bin ich ein bisschen neidisch. Das ist für mich der Grund, manchmal zu denken, oh Gott, warum hole ich mir kein Model 3? Das ist eigentlich ja viel geiler. Das Ding wird richtig jetzt nach oben gepusht von Tesla, auch mit Updates. Und der Verbrauch ist natürlich auch geringer als beim Model S. Und das ist für einen Langstreckenfahrer, wie ich es bin, nicht unerheblich. Aber mir ist es tatsächlich zu unpraktisch mit der Heckklappe, weil ich das einfach benötige. Und ich mag gerne große, fette Kisten. Und das ist das Model S. Aber mit den Updates sind wir in Deutschland ein bisschen hinterher gegenüber USA. Ne? Ich habe das Gefühl, die Features, die amerikanischen YouTuber zeigen, die finde ich nicht alle auf meinem Auto. Nein, es ist ja auch so, dass wir natürlich immer noch ein deutsches Gesetz haben und Tesla kann nicht einfach irgendwelche Updates verschicken, sofern es um Fahreigenschaften oder den Einfluss auf den Verkehr beinhaltet. So ein Update muss das auch genehmigt werden vom Kraftfahrtbundesamt. Und deswegen sind so FSD-Geschichten, Full Self-Driving, für Deutschland, die Sachen, die es Amerika jetzt vielleicht schon dieses Jahr geben wird, die sehe ich in Deutschland vielleicht in 2-3 Jahren erst. Und deswegen habe ich diesen FSD-Upgrade auch nicht gekauft, weil ich fahre meine Autos nie länger als ein Jahr. Das hat keinen Sinn, das würde ich dann für den neuen Käufer kaufen, das kann er sich auch selber kaufen. Also ich sehe FSD in Deutschland noch nicht. Ja, gut, da sind ja die gesetzlichen Voraussetzungen eigentlich auch noch gar nicht für geschaffen. Wie nochmal zurück, gebrauchtes Model S oder ein neues Model 3? Was ich nun festgestellt habe, dass die Fahreigenschaften schon ein bisschen unterschiedlich sind. Also das Model S ist eindeutig ein Reiseauto und das Model 3, das fährt sich vom Handling viel ultimativer, man ist irgendwie viel näher dran, man spürt aber auch die Querfugen viel, viel doller. Es macht auch Spaß auf der Autobahn, es ist irgendwie sportlicher, aber es ist nicht die Reiselimousine wie das Model S. Es ist auch anders gefedert, das Luftfahrwerk gibt auch mehr Komfort. Siehst du das auch so? Nö, das Luftfahrwerk gibt in meinen Augen nicht mehr Komfort, das Stahlfahrwerk im Model S ist genauso gut. Aber das Auto liegt fett auf der Straße, ist satt und ist tatsächlich eine sehr komfortable Reiselimousine und das sehe ich im Model 3 eher noch mehr als Commuter und dann auch mal für die Reise. Aber so wie ich als täglich Fernfahrender bin schon froh, dass ich das Model S habe. Und um das nochmal vielleicht abzukürzen, meine Empfehlung aus meiner ganz persönlichen Sicht ist ein gebrauchtes Model S und das sage ich nicht nur, weil ich die Dinger hier auch verkaufe oder auch Kaufberatung anbiete, sondern das meine ich tatsächlich so. Deswegen fahren meine Frau und ich beide ein Model S. Ja, Ofe, es bleibt spannend mit Tesla. Wie sieht es den Unterschied mit den Reifen vom Model S und vom Model 3? Mit den
Reparaturen, die anfallen können, wenn man sich nun so ein gebrauchtes Model S kauft, geht man da nicht mehr Risiko ein? Zwei Fragen, denke ich, ja. Also Reifen? Ja, Reifenabrieb haben einige berichtet, dass der so hoch wäre. Beim Model S? Ja. Weiß ich nicht. Also für mich normal. Also wir tatsächlich fahren wir Reifen. Ich suche ja immer nach wie vor nach Reifen, die günstig sind, aber gut. Und wir haben ja da den Test jetzt laufen schon seit 4 Monaten mit 56 Euro Reifen, Ching Chong Chang, was weiß ja, ich. Ja. Aus China. Und die sind Bombe. Super leise, super Grip, wunderbar. Und sie sind natürlich dann auch leise, wenn sie weich sind. Und das ist für mich als Tesla-Fahrer gut. Ich sehe den Verschleiß bei einem Tesla Model S nicht als außergewöhnlich da. Dazu muss ich sagen, ich hatte gerade jemanden zur Untersuchung da, der hatte auch 330.000 Kilometer mit seinem Tesla gefahren. Hat erst einen Motor bekommen, fährt immer noch den ersten Akku. Was sein Problem war, war ein hoher Reifenverschleiß. Dann habe ich an seiner Einstellung gesehen, dass dann seine Luftfederung erst ab 160 km/h runterfährt. Und dann sagte ich, warum hast du das gemacht? Warum fährst du nicht ab 80 schon unten, um den Luftwiderstand zu verringern? Da hat er mir gesagt, dass seine Spur dafür gesorgt hat, dass die Reifen dann innen ablaufen. Und weil er sehr, sehr viel Langstrecke fährt, und da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, ganz einfach, du gehst ins Service Center, sagst denen, dass du viel Langstrecke fährst und lässt deine Spur vermessen in der Tiefstellung und nicht in der Normalstellung, dann hast du auch keinen Verschleiß mehr. Das nochmal so als Tipp für euch, wenn ihr viel fahrt, sagt dem Tesla Service Center, dass ihr bitte die Spurvermessung haben wollt in der Tiefstellung, dann habt ihr auch den Verschleiß nicht mehr. Und beim Model 3 habe ich keinerlei Erfahrung mit Reifenverschleiß. Ja, gut. Weil meine Erfahrung ist, ich bin vorher ja auch ein Allradauto gefahren. Da gehen schon mal, wenn man vor allen Dingen ordentlich drauf drückt, da fahren die Pneus schon mal schneller ab. Das hängt auch ganz stark vom Fahrverhalten ab. Selbstverständlich, es ist ja immer noch, und das machen ja viele leider nicht, Reifentausch. Tesla sieht das ja auch vor, alle 20 die Reifen zu tauschen, von vorn nach hinten. Ich tausche sie sogar über Kreuz, weil wir keine Laufrichtung haben auf den 19-Zöllern. Und dann ist der Reifenverschleiß auch viel, viel gleichmäßiger. Dann hast du noch was gefragt mit Reparaturbedürftigkeit oder Anfälligkeit. Ja, wie schätzt du das ein, wenn die Model S älter werden? Kann das eine Kostenfalle sein? Ich meine, so ein Türgriff ist relativ teuer, da kann zwar jetzt kein Auspuff abfallen und eine Steuerkette muss nicht gewechselt werden, aber so ein großer Reifen auf so einer Luxuslimousine, der kostet schon mehr. Und wie gesagt, Türgriff kann kaputt gehen, Monitor kann kaputt gehen, wenn sie dann raus sind außer Garantie. Ja. Also Reifen und Verschleißteile sehe ich als günstig an. Wie gesagt, du musst nicht den teuersten Pirelli nehmen, du kannst auch was anderes nehmen. Ich bin da gerne bereit, auch weiterhin Sachen auszuprobieren, die für euch dann alle passen. Aber ich sehe den Verschleiß oder die Kosten als sehr, sehr gering an. Wir selber fahren ja auch den Wagen mit 322.000 Kilometern und haben fast gar nichts dran zu machen, außer vielleicht mal eine Koppelstange für 45 Euro. Der Kunde, der heute hier war mit seinem Tesla, hat einen P85 aus 2014, der hatte gar nichts. Der hat nichts gemacht an dem Auto. Die Aufhängungen sind gut, der Schiebedoch läuft wunderbar. Die Dreifuel-Unit hatte hinten leichtes Spiel in der Buchsaufhängung. Hinten, da vorne und hinten zwei große Buchsen. Und wenn man dann Gas gegeben hat, dann hat er leicht gekippt, der Motor. Kann er noch ewig mitfahren oder auch eine neue Buchse einsetzen lassen für ein paar Taler. Also so ein MCU, den großen Bildschirm, sehe ich schon als Problem an, wenn er mal tot ist. Da sind wir aber mit Gruber gerade am Forschen in Amerika, um herauszufinden, wie man den wieder akquirieren bzw. instand setzen kann, ohne jetzt einen großen Bildschirm zu kaufen, weil das wissen wir alle, der Bildschirm ist nicht kaputt, sondern der Speicher ist voll und dann bleibt er schwarz. Und was ich jedem empfehlen kann, das habe ich auch mal in einem meiner Videos gebracht, wenn ihr ab und zu mal einfach eure ganzen Ziele aus der Navigation rausnimmt und nicht ohne Ende Sachen drauf speichert, das geht man einfach auf das Ziel und tippt das nach rechts weg, und dann lernt ihr so ein bisschen was an eurem Speicher, weil das ist das Problem, das haben die bei Gruber schon rausgekriegt, wenn der irgendwann voll ist, dann kann er irgendwann nichts mehr machen und dann bleibt der Bildschirm schwarz. Und das ist so ein ganz bestimmter Speicher, den kann man nicht einfach mit Lötkolben rauslöten, da braucht man spezielles Zeugs für, und da ist Gruber gerade dran, da eine Lösung zu finden, und ich lasse euch das wissen, wenn das soweit ist, dass man das günstig reparieren kann, und vielleicht gibt es dann irgendwann auch Firmen hier in Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten können, die solche Löt- und Reparaturvorrichtungen haben, um das auch zu lösen. Ich denke, der Aftermarket für Tesla, für gebrauchte Reparaturen und Teile, Querlenker und so weiter und so fort, ist im Kommen.
wenn man ein bisschen forscht, bei eBay Kleinanzeigen, eBay und so weiter. In Norwegen gibt es eine große Liste von Teilen, die man kaufen kann, Spiegel, Türen und so weiter und so fort. Es kommt langsam und es wird auch irgendwann bezahlbar. Ja, Ofe, vielen Dank für deine Einschätzung. Was kommt bei dir als nächstes? Der Ikenenball steht an. Wann wirst du ein Model 3 kaufen oder wird dein nächstes Auto ein Model Y? Du bist den Autos nie lange treu geblieben. Was kommt? Ja, ich muss dir ehrlich sagen, ganz ehrlich, ich habe ja hier jeden Tag mehrere Fahrzeuge von Tesla am Prüfen und ich sehe immer wieder, die alten sind die guten. Tatsächlich, das schockiert mich. Aber wenn ich hier einen 16er, 17er habe und 18er, was die an Mängeln haben, und wenn ich dann die 13er, 14er sehe, die haben fast gar nichts. Und ich bin im Moment mit mir am Hadern. Ich weiß es nicht, ob ich meinen 2017er verkaufe und mir einen 13er oder 14er kaufe. Und zwar irgendwas Geiles. Ich suche, das wissen vielleicht viele, ich suche einen P85 Plus in Grün mit Autopilot aus 2014. Aber nur das. Beige gerne von innen. Ganz seltenes Auto. Ich gehe davon aus, dass es nur 70 Stück davon gibt. Aber wenn mir so einer über den Weg läuft, dann kaufe ich den und dann wird mein Model S 90D verkauft. Ansonsten Model Y, naja, ist in 2 Jahren. Du weißt, ich bin Autohändler. Ich kann kein neues Auto kaufen. Das geht nicht über mit meinem Herz. So viel Geld kann ich nicht verbrennen. Dann warte ich lieber noch ein paar Jahre, wo mir dann gebraucht ist. Aber einen Neuwagen werde ich garantiert nicht kaufen. Und ich kriege ja außerdem auch irgendwann mal, hoffe ich, den Roadster. Und dann habe ich ja einen super schnellen Rennwagen und du ja auch. Und ja, alle andere. Und dann, was braucht man denn dann noch mehr? Ich meine, ich hoffe, ich komme da rein und muss da nicht mit dem Schuhlöffel wieder rausgeholt werden. Aber ich glaube, für den Wagen würde ich sogar noch 20 Kilo abnehmen, damit das besser aussieht. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was mit den Roadstern passiert, wann die tatsächlich geliefert werden, ob sie geliefert werden. Dass sie geliefert werden, das glaube ich schon. Wie ist deine Einschätzung? Alles spricht dafür. Elon hat ja in einigen Tweets wieder gesagt, und das spricht ja auch in dem neuen Gefährerprogramm deutlich, ist bekannt gegeben worden, dass die Leute, die sowieso schon einen Roadster bekommen, die können nicht an der Verlosung des halbjährlichen oder vierteljährlichen, vierteljährlich soll es ein Roadster sein, die nehmen dran nicht dran teil. Das heißt, das Ding läuft. Wir kriegen alle unsere Roadster, bin ich mir ganz sicher, ja. Ja, ich kann in meinem Account kann ich nichts mehr sehen. Das alte Referral-Programm kann ich nicht mehr aufrufen. Ich sehe auch nicht, was ausgeliefert worden ist. Ich sehe, ich habe schon 2 neue Empfehlungen wieder gemacht. Also könnte ich ein Model Y gewinnen, aber ich sehe nichts und Tesla lässt mich da total im Ungewissen und auch die ganzen anderen Prämien, ach, was die mir noch alles versprochen haben, das ist auch gar nicht geliefert worden bisher. Aber das geht nicht nur mir so, das geht, glaube ich, allen YouTubern so. Ich habe mir allerdings vorher das bestätigen lassen, als alles noch lief und meine 148 oder 140 Referrals noch sichtbar waren, habe ich beim Referral Center in Fremont eine E-Mail hingeschickt und habe gesagt, Leute, passt auf, so sieht das aus. Wenn ich so und so viel Referrals habe und die ausgeliefert wurden, kriege ich dann meine 2 Roadster. Und das habe ich bestätigt bekommen. Und diese E-Mail, die hätte ich mir demnächst vergolden, an die Wand hängen und ein großes Herz drum malen, weil ob ich das Ding dann auch wirklich bekomme oder nicht, weiß ich auch nicht. Aber ich habe mich davor vergewissert und ich habe diesen E-Mail-Kontakt und den werde ich natürlich auch wie mein Augapfel pflegen, denn da kann ich jemandem sagen, du hast gesagt, du bist mein Mann, wo ist mein Roadster? Ja, gut, wenn die, also ich glaube das auch, also Elon, als Tesla nach Deutschland gekommen ist, hat er gesagt, er baut Supercharger. Niemand hat dran geglaubt und er hat Supercharger gebaut. Er hat gesagt, er baut das Model 3. Viele Leute haben das angezweifelt. Er geht ständig seit 3 Monaten pleite. Der macht das, was er sagt. Und wenn Tesla nicht pleite geht, wovon ich nicht ausgehe, wird er diese 100 Roadster, die es ja wohl nun ungefähr sind, die wird er ausliefern, komme was wolle. Ja, ich denke auch. Bin mir ganz sicher, dass er sich da nicht ins Boxhorn jagen lässt. Es sind immerhin, wie viele Leute haben das Ding gewonnen? Circa 100 müsste er, glaube ich, ausliefern. Ja, und davon kriegen wir einige 2. Also lass uns mal 70, 80 Leute sein. Die werden ihm schon aufs Dach steigen. Da bin ich mir sicher. Ja, ja, du bist ja ziemlich weit vorne. Ich bin, glaube ich, ungefähr auf Platz 33 weltweit, was ich phänomenal finde. Ich hätte da überhaupt nicht mit gerechnet, dass das so abgeht. Und unglaublich. Ich war nicht da. Ja, du warst nicht da. Da habe ich die ganzen Videos gemacht über das Model 3. Das hat es, glaube ich, gebracht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und deswegen hast du auch so viele Referrals bekommen, weil du den Leuten hilfst und du zeigst ihnen ganz konkret Sachen an dem Auto und hilfst ihnen dabei. Und ich glaube,
das ist wichtig und deswegen ist dieses Referral-Programm auch so wichtig für Tesla, weil es motiviert alle, es motiviert die Kunden und es motiviert die YouTuber. Also ich finde es toll, dass es wieder da ist. Wie findest du das neue Programm? Ich finde es super. Du hast die letzten Worte hier jetzt. Du, Dennis, du bist so mein Entdecker damals, das werde ich dir nie vergessen. Ich gucke alle deine Videos und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Du hast Thomas und uns damals entdeckt und mich damals entdeckt. Deswegen gucke ich deine Videos, du bist mir einer der sympathischen YouTuber, die ich kenne und wünsche dir und deinen Zuschauern und deinen Followern genauso viel Freude mit deinen Videos, wie sie hoffentlich alle mit meinen Videos haben. Wir beide bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Wir haben noch eine Menge vor. Du bist der Sprecher beim eCannonball 2019. Da sind wir sehr stolz drauf, dass du das machst. Und wir werden noch eine Menge zusammen machen. Und ich bin glücklich, dass du mich heute hier eingeladen hast in deiner Show. Und ich freue mich schon, wenn sie ausgestrahlt wird. Und auf alle eure Kommentare freue ich mich auch. Und ich denke, dir geht es genauso. Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Und da muss ich jetzt nochmal einhaken in die Geschichte, die du erzählt hast. Das ist ein ganz, ganz altes Video. Wir haben uns da auf dem Parkplatz in Neumünster getroffen und Imke war mit dabei. Und zwei schüchterne Jungs sind aus dem Auto gestiegen und du hast mir Aufkleber geschenkt. Die liegen hier übrigens noch hinter mir im Büro. Ich will hier jetzt nur nicht abhauen. Aber wir haben sofort gesehen, Imke und ich, und das haben wir dir auch gesagt, hey Mann, der Ofe, der landet mal im Fernsehen. Das ist so ein charismatischer Typ. Und jetzt bist du bei Grip. Du bist im Prinzip unser offizieller Vertreter der E-Auto-Community und schlägst den Bogen zu den normalen Autos, zu der normalen Mobilität und bringst das wirklich voran. Ofe, ich bin ganz stolz auf dich. Also, vielen Dank. Bind mir noch nicht mal was drauf ein, weil was die mit einem machen, ist mir völlig wurscht. Hauptsache, ich lasse mich da nicht verkackeiern und da bringe da irgendwelche in mir in den Mund gelegte Sachen, sondern ich sage das, was ich denke. Und das ist meistens auch das, was wir alle sehen als Elektromobilisten. Und was da passiert, ich sehe da mit völlig offenen Augen in die Zukunft. Wenn ich noch mehr machen soll im Fernsehen, mache ich das. Aber ich habe keine Ahnung. Ich bin natürlich auch überwältigt von der ganzen Resonanz, die das hier alles mit sich führt mit dem YouTube-Kanal. Und im Grunde habe ich das dir zu verdanken. Nein, das hast du nicht. Das hast du nur dir zu verdanken. Aber eins möchte ich nochmal sagen. Du kommst bei Grip wirklich super cool rüber und du bist genauso wie bei YouTube. Ich dachte ja am Anfang, wir haben uns auch viel übers Fernsehen unterhalten. Ich habe da ja auch mein Erlebnis gehabt und da hast du mir ja gesagt, das ist kein Wunder. Meistens veräppeln die dich beim Fernsehen und drehen dir das Wort dann im Mund um und so. Und da musste man ja auch ein bisschen Angst haben bei Grip, dass sie jetzt die E-Autos trotzdem schlecht machen, obwohl du dabei bist und das dann so aneinander montieren. Haben sie aber nicht gemacht. Die haben wirklich fair berichtet und dich wirklich richtig, richtig gut aussehen lassen. Die haben Bock auf E-Autos, ne? Mit dem Chefredakteur und dem Chef und denen und so weiter da im E-Mail-Kontakt und WhatsApp-Kontakt und die haben Bock drauf. Und das habe ich zuerst nicht geglaubt, aber als wir das Ding abgedreht haben, das erste mit Dietmar Müller hier, habe ich schon gemerkt, oh Gott, tatsächlich. Dann gab es ja das zweite mit dem eCannonball und jetzt der Test mit dem Kia e-Niro, mit dem Miriam Höller. Die haben da Bock drauf. Die haben da keinen Bock, dich zu verarschen. Und wenn sie wissen, dass du dahinter stehst, die bringen immer mehr. Es gibt jetzt in jedem Sonntag Folge ein Elektropart. Nächste Woche gibt es auch wieder irgendwas mit Malmedy und so weiter. Also, dass die Zukunft, das haben die erkannt, das habe ich denen auch so erzählt. Leute, bleibt am Ball. Das ist ja Bruder, der ganze Kanal da. Ich sage, bleibt am Ball. Wenn ihr jetzt die Ersten seid, dann ist es das Beste, was ihr machen könnt, anstatt weiter wie alle anderen dagegen zu sein, sondern nimmt es einfach auf. Die Leute wollen das hören. Und wenn du die Kommentare liest unter diesen Videos, unter Beiträgen, da gibt es keinen, oh, scheiß Elektro, vielleicht zwei Stück, aber auf zwei Kommentare, wo einer das basht, kommen 50 Leute, die sagen, ist doch gut, finde ich doch gut, dass es endlich losgeht, man muss offen sein für alles. Tatsächlich, die Leute öffnen ihren Mind, also hier fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein, haben mittlerweile Bock auf Elektromobilität. Und je eher man anfängt und je mehr man damit macht, desto weiter ist man später vorne. Und das haben die erkannt. Ja, jetzt kommen wir wieder ins Quatschen. Jetzt habe ich nämlich auch noch was, denn ich glaube ganz fest, dass wir als YouTuber denken ja mittlerweile, da draußen gibt es ganz viele Hater, weil scheinbar alle Hater dieser Welt, und ich habe heute noch 3 E-Mails gekriegt von einem, der mir erzählt hat, wie geil sein Porsche ist und wie scheiße unsere Elektroautos sind. Der hat mir 3 E-Mails geschrieben mit seiner vollen Adresse und so, und der hat einen Stuss geschrieben.
Und da denkt man ja, da sind so viele Hater draußen, aber das ist die absolute Minderheit. Die meisten Leute, das sehe ich ja auch hier bei mir im Geschäft, die interessieren sich für Technik, für E-Mobilität, die sind aufgeschlossen und interessiert daran. Ja. Und da haben wir eine falsche Wahrnehmung. Und die deutsche Autoindustrie und die Presse, da werden natürlich viele Leute auch durch diese ganzen Falschmeldungen aufgehetzt, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich, wie Volkswagen, die jetzt so anfangen, so massiv E-Autos zu produzieren, wie die das wieder einfangen wollen. Zuerst die Leute aufhetzen und jetzt sagen, jetzt wollen wir das aber. Das frage ich mich noch, wie das gelingen soll. Jetzt bringen wir 27 Modelle raus bis 2025. Bringt doch bitte erstmal einen raus. Das ist doch schon mal schön. Aber doch nicht 27 Modelle. Hallo, aufwachen. Also, die haben jetzt gemerkt, die deutschen Hersteller, wir fangen jetzt wirklich an zu quatschen, die haben jetzt gemerkt, dass der Zug so langsam abfährt. Und jetzt ist auf einmal Tesla doch gar nicht so schlecht. Und auf einmal wollen sie das auch alle bringen. Und dann sagt die Firma Kattel, ja, aber wenn ihr eigenes Batteriewerk bauen wollt, dann kriegt ihr von uns keine Batterien mehr. Oh Gott, was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir was rausbringen, haben angekündigt und kriegen keine Batterien. Und wir haben noch nicht mal ein eigenes Werk. Ach du Scheiße, wie kriegen wir die Kuh wieder vom Eis? Also die haben richtig Probleme, bin ich mir ganz sicher. Ja, und so viel zu dem Thema, geht Tesla pleite? Nein, Tesla wird irgendwann auch Batterielieferant für die Industrie werden, weil die können die Batterien liefern und die haben das Know-how. Und es ist eigentlich für unseren Wirtschaftsstandort, Wolfsburg ist hier nicht so weit weg, wir haben das Mercedes-Benz-Werk hier, es ist eine Tragödie, dass wir die Batteriezellenfertigung und das Know-how aus dem Land gegeben haben. Und stattdessen auf sichere Nummern gesetzt haben, wie den Diesel und gesagt haben, wir machen das nicht. Das ist eine Katastrophe. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, also jetzt, wir sind ins Quatschen gekommen. Jetzt wirklich tschüss. Vielen Dank, Ofe, dass wir hier mal quatschen konnten. Ich hoffe, euch Zuschauern, euch hat das gefallen. Ofe, du darfst die Abmoderation machen hier in meiner Sendung. Ja, das mache ich mal so, wie ich dich damals kennengelernt habe. Das geht mir immer wieder durch den Kopf. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann drückt doch bitte unten dieses Glöckchen. Dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich einen neuen Videofilm rausgebracht habe. Und lasst einen Daumen oben, ein Like, damit ich weiß, dass es gut gemacht wurde und dass ihr mit dem Video zufrieden seid. Mein Name ist Dennis Wittus. Wir sehen uns wieder demnächst auf diesem Kanal. Moin Tesla. Bis dann und tschüss. Tschüss. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war's schon wieder. Das war die 15. Moin Tesla-Sendung hier heute vom Dach meiner Firma, damit ihr die Solaranlage einmal seht. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt das in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Moin Tesla-Sendung in der Woche nach Ostern. Wird es keine Sendung geben. Wir sehen uns dann in der Sendung am 1. Mai. Mein Name ist Dennis Wittus. Also, bis dann.